geht es nach Kitzbühel. Die Geissens verkaufen ihr Ferienhaus für mehrere Millionen. 20.02.2022, 20 Uhr und 6 Minuten Sepp, Spot on News, T-Online. Da müssen bald die Möbelpacker anrücken. Die Geissens haben sich von einer Millionenimmobilie getrennt. Weihnachten muss die TV-Familie ab diesem Jahr dann wohl woanders feiern. Es war der Ort, wo Robert Geiss und seine Liebsten viele Jahre lang Weihnachten gefeiert haben. Nun will die TV-Millionärsfamilie sich von ihrem Ferienhaus trennen. Der 58-Jährige und seine Ehefrau Carmen Geiss verkaufen ihre Immobilie in Weilberg in den französischen Alpen. Schlappe 2,4 Millionen Euro muss ein potenzieller Käufer dafür hinlegen. Dafür bekommt er dafür laut Luxuriestarte das hier geboten 320 Quadratmeter mit 6 Wohnzimmern, 5 Schlafzimmern und 5 Bädern auf insgesamt 3 Stockwerken. Außerdem gibt es eine großzügige Sonnenterrasse, einen Weinkeller, eine Sauna und einen direkten Zugang zur Piste. Neue Immobilie in Kitzbühel. Ja, es stimmt, wir wollen das Haus verkaufen, bestätigt Carmen Geiss im Gespräch mit der Bild-Zeitung. Sie beschreibt es als ein Paradies für kleine Kinder. Das sei auch einer der Gründe für den Verkauf, seit die beiden Töchter, die 18 Jahre alte Davina und die ein Jahr jüngere Shanaya immer größer werden, sind wir immer seltener dort, erklärt Geiss. In den letzten 2 Jahren sei die Familie insgesamt lediglich einen Monat in der Skioase gewesen. Meinen Mann und meine Kinder zieht es außerdem immer öfter nach Kitzbühel, so die 56-Jährige weiter. So ein Haus muss aber belebt werden, zurzeit kostet es uns nur noch. Die Familie wolle sich nun nach einer neuen Immobilie umsehen. Der Abschied falle Carmen Geiss jedoch schwer, ich liebe Weilberg und an dem Haus hängen viele Erinnerungen. Aber du kannst nicht alles aufrechterhalten.